Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, möchte ich nur ganz kurz zwei Sachen loswerden oder mehrere Sachen, wie auch immer. Und zwar, das hier ist ein Prototyp-Video. Ich hatte Lust, ein Lego-Set hier auf YouTube zusammenzubasteln. Dafür habe ich mir angeschnappt, dafür haben wir unsere Kamera geschnappt. Und leider Gottes ist die Audioqualität nicht so, wie sie sein sollte. Am Anfang waren wir zu leise, dann ist uns in Anführungsstrichen zum Glück der Akku leer gegangen. Also haben wir uns in der Zeit, wo wir gewartet haben, dass der Akku wieder voll wird, die Aufnahmen angeguckt. Dabei ist uns halt aufgefallen, dass das Audio viel zu leise war. Und ja, beim nächsten Versuch der Aufnahmen hat Jan dann das Mikrofon ein wenig lauter eingestellt. Ja, ich bitte dies zu entschuldigen. Wenn euch das Video trotzdem gefällt und ihr sagt euch, ach Lutz, könntest du noch mal so ein Video machen? Schreibt es mir in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen da. Macht euch erkenntlich, sagen wir es so, dass ich sowas hier noch mal machen soll. Also, jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz, bei mir ist der Jan. Hallo. Und was machen wir? Wir bauen heute Lego zusammen. Und zwar das Set Iron Man Detroit Steel Strikes. Verpackung ist ja nicht viel drauf zu sehen, hat doch einiges. Wir haben hier oben einmal Detroit Steel, aka Justin Hammer. Jan ist im Übrigen total neu. Ich bin ein riesiger MCU-Fan. Jan hat, glaube ich, was wir haben, warst du mit bei Civil War? Ich glaube, ne? Das ist dann, glaube ich, auch der einzige, den du kennen solltest von den MCU-Filmen, von den Marvel Cinematic Universe-Filmen. Hier sitzt ein kleiner Fanboy vor euch. Ich habe zwar noch nicht alle gesehen, aber ich kenne auf jeden Fall sämtlichste Iron Man-Filme. Und daher ist mir Justin Hammer, den guten Herrn hier unten, bekannt. Allerdings ist das hier die Comicbuch-Variante von Justin Hammer. Und ja, ich kenne zwar die Filme, aber nicht die Comicbücher. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch meinen persönlichen Lieblingscharakter von MCU, Phil Coulson. Und natürlich Iron Man gleich daneben, der eine neue Funktion hat, und zwar Power Blast. Okay, was auch immer. Also auf jeden Fall ist dieses Set freigegeben von 7 bis 14 Jahren. Es hat die Artikelnummer 76077. Lässt sich leicht merken. Wie viele Teile hier drin sind, habe ich nicht identifizieren können. Das scheint hier nicht drauf zu stehen. Hier ist nur eine Codenummer. 10 4 S 7 009 007, aber ich denke mal, das ist bloß eine Codenummer, war die steht da. Da haben wir hier oben noch mal Justin Hammer, der gerade seinen Helm wegwirft. Interessant. Ich bin schon sehr gespannt auf Justin Hammer. Ich gebe zu, ich habe Iron Man 2 geliebt, also das wird interessant. Hier steht noch mehr, bla bla. Iron Man gegen Detroit Steel, Iron Man Lataka de Detroit Steel. Wir lassen es einfach. Ich würde sagen, ach so, ich habe euch noch gar nicht die Rückseite gezeigt. Wir haben hier einen Detroit Steel, der einfach so meine Lola vergewaltigt. Eieiei. Wir sehen dann hier unten noch ein paar Action-Features, die das Set haben wird, und Comic Book Included. Comic Book Included. So, jetzt habe ich es endlich richtig ausgesprochen. Na gut, dann würde ich sagen, öffnen wir mal das Ganze. Du kannst ruhig die zweite Ecke haben, wenn du willst. Hast du das noch eine? Ja. So, und dann haben wir hier Tüte 2, Tüte 1, die Anleitung, Tüte Nummer 3 mit ganz viel Krimskrams, Marvel Heroes, irgendeine Broschüre. Das ist ein kleineres Comic. Das ist etwas schon. Hier ist Detroit Steel. Das ist das Comic-Heft. Ich glaube, die redet noch nicht mal. Okay.
Okay, aber hier sehen wir Werbung für andere Sets und zwar irgendwas mit Miss Marvel, Captain America und Super Adaptoid, Abatroid, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, der Invisible Iron Man, Agent Coulson und Justin Hammer, das ist unser Set. Und dann haben wir noch Red Hawk versus Hawk, She-Hawk und Red Hawk. Oh, mein Gott, so viele Hawks. Okay, also ist das hier so eine kleine Serie oder wie? Na gut, okay. Weg damit. Nein, Quatsch, das werfen wir nicht weg. Hier haben wir noch eine Was da ist der Einleitung. Unterschied? Immer. Das ist jetzt hier bestimmt. Das hier ist Detroit Steel und das da ist Lola. Achso. Wird. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal. Wen es interessiert, hier sind noch die drei Tütchen. Genug gelabert, lass uns loslegen. Yay. Wer von uns macht das Auto? Ist eigentlich scheißegal, oder? Wir können nur eins anfangen und. Oh gut, okay, machen wir es so. Weil die Tüte 1 ist bei. Erstmal. Fertig. Wir haben sogar noch klein. Ach, guck mal, kurz hast seine Pistole vergessen. Ja, Phil liegt hier. Warum hat er eigentlich eine Sonnenbrille auf? Oh, war im Film so. Du hast hier einen Doppelkopf im Übrigen. Ach so, okay. Ich weiß auch. Na gut, ich lasse jetzt die Sonnenbrille vor. Ist okay so. Gut, dann haben wir Lola. Okay, gut, jetzt dann. haben wir jetzt noch Werbung. Ja. Hulk, 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 Hulk. So, hier haben wir So. jetzt. So, also, Lola ist fertig. Lola gucken wir uns nachher nochmal an. Weiter geht's mit Detroit Steel, aka Justin Hammer. Thank you.
übrig. Okay, gut. Hammer. Also, hier haben wir noch Detroit Steel. Was war das jetzt für eine Betonung? Egal. So. Aber wie würdest du die bitte abfeuern, wenn die da fest dran gemacht wurden? Ah. Okay. Bleib mal nach. Oder? Ich mir einfach. Lade noch. Okay. So. Okay. Damals gebastelt. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie lange wir hier gebastelt haben. Ich würde mal sagen, 1,5 Stunden war so lange, wie wir gebraucht haben. Da muss man dazu sagen, wir haben beide schon ewig nicht mehr gebastelt. Gut, also Schimot erstmal Detroit Steel beiseite. Hier nehmen wir Lola da beiseite. Oh Gott, das. Okay. Fangen wir an mit unserem Hauptakteur Iron Man, aka Tony Stark. Ich muss jetzt echt überlegen, wie er heißt. Peinlich. Der gute Tony kann seine Frisur ändern. Weg mit dem Helm. Und dann haben wir hier diese schwarze Frisur für Tony. Wir haben für Tony sogar noch einen zweiten Kopf. Seine grimmige Version. Ja, aber wir ändern jetzt erstmal wieder Tony zu seinem Battle-Modus. Ja, ich sag schon zu Jan, es gibt Tony Stark-Figuren, es gibt Iron Man-Figuren, die haben einen aufklappbaren Helm, der hier leider nicht. Wir haben aber, um seine Schubdüsen an den Füßen darzustellen, hier diese durchsichtigen, lieber nehme ich es mal lieber so in der Hand, hier diese durchsichtigen blauen runden Teile. Und ich habe jetzt hier Tony ausgerüstet mit diesem Action-Feature. Wenn wir jetzt hier drauf drücken würden, dann würden die wegfliegen. Ich lasse es aber mal lieber, weil ich habe keine Lust, die zu suchen. Alles im einen muss ich mal sagen, die Tony-Figur gefällt mir sehr gut. Sehr detailliert, sehr schöner Druck. Ja, Jan? Was soll ich zu was? Hinstellen? Selber bewerten, du! Ich muss es selber sagen. Ja, also, Tony, haben wir das schon mal? Und da ist uns einfach die Kamera verreckt. Blöde Akkus. So, wir waren stehen geblieben bei Phil. Phil hat bloß einen Kopf, wollte ich gerade sagen. Hat nur eine Frisur. Dafür hat er hier noch diese kleine, aber feine Pistole. Kannst du ja noch dran machen. Ja, könnte man das durch. Wupp. Aha. Ja, also Phil hat hier einen Standardanzug an. Kleine Krawatte, kleines Namensschild. Mal wieder schöne Details. Ja, Phil hatte noch einen zweiten Kopf. Dafür drehe ich einmal ganz kurz die Frisur. Und dann sehen wir, hat er hier noch so einen Kopf ohne Headset. Ohne Sonnenbrille, dafür mit einem Headset. So, dann drehen wir mal wieder die Frise um. Ja, Phil ist cool. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, der Torso ist cool. Der was? Ist richtig, richtig cool. Ja, Phil setzen wir dann schon mal in sein Auto. Moment. ja, jetzt sitzt Phil in seinem Auto. Etwas Überlegung mit Knochen, aber egal. Der letzte im Bunde ist dann der gute Justin Hammer. Mit seiner Ex-Frau. Warte, kannst du einfach die nicht machen können. Ah ja. Ja. Dazu kommen wir gleich, was die Dreads die drauf hat. Ja, mal Justin Hammer, Comicbuch-Version, wie gesagt, schätze ich mal. Obwohl das könnte auch die Fusion sein aus Comicbuch-Version und Film, weil Phil Coulson war eigentlich auch bloß ein Charakter, den sie für die Filme entwickelt haben. Und ja, der ist jetzt hier auch mit drin. Ne? Also ist das hier Justin Hammer Comicfilm? Keine Ahnung. Nein, also Justin hat hier seine Igelfrisur. Muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger dran sticht. Ja, Phil sag ich schon. Justin hat auch zwei Gesichter, hier haben wir einmal sein Serious Face, aber der gute Justin hat noch
ein drittes Face, ähnlich wie Tony, wenn man so will. Und zwar hat Justin auch noch einen Helm. Ähnlich wie Iron Man, wie Tony. Ja, auch Justin, muss ich sagen, sieht cool aus. Sehr detaillierte Figur. Sehr, sehr cool. Den setzen wir jetzt mal wieder hier in seinen Mech-Anzug. Oder wie man mal das denn nennen will. Ah, warte mal, jetzt hat Jan recht. Jetzt mache ich doch mal hier die Klappe einmal runter. Und dann, ja. Wen nehmen wir uns zuerst vor? Das Auto, oder? Das Auto. Jan möchte das Auto, also nehmen wir das Auto in der Hand. Hier haben wir die gute alte Lola. Die wir aus der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. kennen. Ja, der kleine Stolz von Phil Coulson. Und ich weiß nicht, ich glaube, Phil möchte so ein kleiner James Bond sein, denn Lola hat auch ein Action-Feature, und zwar hier hinten, diese kleinen Nippen. Da kann man einmal dran drehen. Immer eher mal die. Und dann kann man hier die Räder einklappen. Und dann hat man hier, wenn man hier unten guckt, da sind zwei blaue Noppen, soll quasi darstellen, dass das Auto fliegen kann. Ja, wie auch in der Serie. So, jetzt haben wir hier wieder den Normalmodus. Ich weiß gar nicht, ob Lola Waffen hat. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Hut. Ja, auf jeden Fall hier vorne sehr schön detailliert, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt auch das Auto als solches. Das sieht halt aus wie, was war das von Lola? Corvette? Ich glaube, Lola war eine Corvette. Ja, Innenraum sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, weil da Phil drinne sitzt. Warte mal, ich gebe mal ein bisschen nach hinten. Da haben wir einen ganz kleinen Tacho bekommen. Das sieht richtig cool aus. Ja. Wir haben hier, wenn ich jetzt mal noch mal ganz kurz die Räder einklappe, sieht man hier, haben wir da einen Aufkleber drinne. Hier auf der Seite natürlich auch. Der Tacho ist ein Aufkleber. Ich habe ja vorhin noch so voller Freude gesagt, oh, guck mal, hier vorne ist Lola drauf gedruckt. Das heißt, keine Aufkleber von wegen. Für die kleinen Teile fand ich sogar relativ viele Aufkleber. Man hatte hier pro Reifen Aufkleber, man hatte hier den Tacho einen Aufkleber. Ne? Okay, ja, alles im All muss ich aber sagen, Lola sieht sehr, sehr cool aus. Lola ist sehr, sehr stabil gebaut und ja, noch einmal von jeder Seite ganz kurz. Ja, ich finde immer noch die Rücklichter irgendwie interessant. Hier hinten sind die Rücklichter, da hat man zwei kleine runde Steine reingebaut, die fallen nicht auf. Ja, aber Lola ist cool, auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt hier noch Detroit Steel. Mein, warum immer zu dieses T? Detroit Steel. Haben wir hier jetzt nochmal in Person und der macht mir Spaß. Der macht mir richtig, richtig Spaß. Guckt euch mal diese Füße an. Der hat freaking High Heels. So sieht das jedenfalls aus. Nee, aber in echter Comicbuch-Manier 90er-Jahres-Style. Wir haben hier eine riesige Kettensäge, die ja rein theoretisch, wie man hier auf dem Heft sehen kann, das Auto ansehen könnte. Ja, wir haben hier auf der anderen Hand, oder in der anderen Hand, haben wir eine Kanone. Die möchte ich jetzt lieber nicht abfeuern. Ich möchte die orangen Noppen, kann man nämlich abschießen, indem man hier hinten an diesem Rädchen dreht. Macht ordentlich Bums. Macht wirklich ordentlich, ordentlich Bums. Man kann außerdem hier vorne, habt ihr ja vorhin schon so eindeutig gesehen, die Klappe runter, und dann kann man hier Detroit Steel, kann man Justin rausnehmen. Achso, das sei mal auch nochmal ganz kurz dazu gesagt, man kann hier bei Lola auch Türen auf und zu kloppen. Das habe ich eben total vergessen. Ja, also man kann hier die Flügel hier hinten noch bewegen. Dann hat die Figur als solches hier wie Auspuffrohre, die kann man auch nochmal hin und her drehen, wie man sie ganz gerne haben möchte. Ja, wir haben hier die Arme, sind sehr stabil gebaut. Ich habe schon im Laufe des Bauens gesagt zu Jan, das erinnert mich ja sehr an einen Bionicle, wer sich daran noch erinnern kann. Ja, die Schilde hier sind, dieses Schild hier oben, dieses Schulterschild, das kriege ich jetzt nicht mehr ab. Das ist hier auf diesen weißen drauf montiert. Wir haben hier drei kleine Fingerchen pro Hand. Was ich auch sehr, sehr cool finde. Eine schöne Greifhand. Ja, alles im einen. Ich habe nochmal umgedreht hier den guten Detroit-Stil.
Man muss mal dazu sagen, Detroit hat da sehr, sehr viele Sticker. Einmal hier diesen Stern, hier auf beiden Seiten. Einmal hier die Brustplatte, einmal hier und einmal hier. Diese Insignien, diese Zeichen. Finde ich ein bisschen schade. Gerade jetzt hier die größeren Teile hätten so ruhig bedrucken können, wenn man, wenn er mich fragt. Das einzige Teil, was hier wirklich bedruckt ist, ist vorne das Namensschild von Lola. Alles andere, also das Nummernschild von Lola, wo Lola draufsteht. Keine Nummer, ordnet das jetzt, realisiere ich jetzt erst. Ja, da steht aber bloß Lola drauf. Lola hat keine Nummer. Okay. Außer das O vielleicht. L0La. Okay, das hört sich merkwürdig komisch an. Ja, ja, wie gesagt, ich das Problem ist, wir haben es krumm und schief draufgeklebt. Das ist das, was mich daran so ärgert, dass wir halt da an der Stelle Dings hatten, Aufkleber. Aber gut, nimmt dem nichts weg. Alles im einen muss ich sagen, dass Detroit Steel ist sehr, sehr stabil gebaut. Ich meine, ich kann das ja mal schütteln. Oh, die Beine halten, die High Heels halten. die Waffe, ich finde immer noch die Waffe sehr, sehr cool. Bloß seid vorsichtig, damit kann man schnell mal ein Auge ausschießen. Dann haben wir ja den kleinen Justin. Ich habe mich eben schon mit Jan drüber lustig gemacht. Da ist so ein so riesiger Aufwand und da hast du so einen kleinen Kopf da oben drin. Abartig. Aber ja, also Detroit Steel gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, also alles mal ein. Man ist dann noch dazu gesagt, man bezahlt zurzeit 35 Euro dafür. Ich weiß leider die Anzahl der Teile nicht. Dann könnte man es jetzt mal runterrechnen, wie viel ja, Geld man da reinsteckt. Da sind sehr viele Technikteile verbaut. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz nochmal bei Lola, das seht ihr ja auch hier. Wir haben hier viele von den Stangen verbaut. Wir haben hier bei Detroit Steel sehr, sehr viele Gelenke. Ich glaube, Gelenke sind immer ein bisschen teurer. Deswegen. Aber alles im allem muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben nicht lange dran gesessen, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Sagen wir einfach eine Stunde, 15 Minuten, machen wir die goldene Mitte. Dazu sei auch mal gesagt, wir haben jetzt hier nicht auf Schnelligkeit. Es ist ewig her, dass wir das letzte Mal Lego gebaut haben. Was war dein letztes Set? Ich weiß es nicht mehr. Ich ganz, lange, ja. Bei mir ist es ziemlich genau Ecto One, das Auto von Ghostbusters. Aber das ist jetzt auch schon 3 Jahre her oder so. Also es ist schon, ja. Nö, alles im Allen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Wenn ihr Detroit Steel haben wollt, wenn ihr Lothar haben wollt, wenn ihr hier so einen kleinen Tony Stark haben wollt, schlagt zu. Ich kann nur immer wieder betonen, ich finde es ein bisschen schade, dass man hier bei diesem Iron Man drauf verzichtet hat, den Helm auf und zu klappen. Ja, ist wahrscheinlich aber auch eine Comicbuch-Version von Iron Man. Das entsprach keinem Suit, die Figur entsprach keinem Suit, die wir bisher in dem Film gesehen haben hätten können. Ja, schade. Aber stattdessen haben wir jetzt hier halt die Möglichkeit, immer noch den Helm abzunehmen und dann kriegt Tony hier seine Frise, die ich jetzt vielleicht schief drauf gesetzt habe, aber egal. Ja, also alles im einen hat Spaß gemacht, das zu bauen. Bin jetzt mal gespannt, wie das mit der Zeitraffer-Animation wird. Ja, also Detroit Steel vs. Iron oder Iron Man vs. Detroit Steel, wie auch immer. Schlag zu. Wie gesagt, 35 Euro auf weiß ich wie viele Teile. Sehr, sehr schöne Liga-Modelle sind bei rausgekommen. Dazu sei noch gesagt, fällt gerade auf, hier ist eins der Schilder hier so leicht umgeknickt. Guck mal, die hier so eng. Doch, krass. Ist extra gesichert. Bewegliche Teile. Ja, jetzt ist doch hier so extra gesichert. Fällt mir auch gerade auf. In der Einleitung haben sie es auch angewinkelt. Okay, Jan lebt noch, deswegen wird er nochmal zwangsverpflichtet. Nein, ich habe noch ein Set bestellt. Nicht hier von der Reihe. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, Hulk vielleicht, der gute alte Hulk oder Hulk oder wie auch immer er ausgesprochen wird, den hätte ich schon gerne für meine Avengers-Sammlung, aber na gut, okay. Aber ansonsten, okay, ich habe jetzt erstmal mein Detroit Steel Set, das aus dieser Sammlung hier. Kleiner Cut hier. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, ich spiele schon wieder mit diesem Igel. Au, au, au. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Lasst uns mal wissen, ob ihr vielleicht nochmal Bock habt auf so ein Video. Ich habe noch ein zweites Set bestellt. Nicht aus der Reihe hier. Da habe ich jetzt hier Lola und Detroit und
Tony und ja, Hulk versus Red Hulk, ja. Comicbuch, keine Ahnung, was wir da zu erwarten hätten. Ja, nein, das nächste ist aus Civil War ein Set mit Falcon und Black Widow drin. Ne? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es hieß. Irgendwas mit gefährlicher Raub. Ich habe es echt vergessen. Es tut mir leid. Nein, auf jeden Fall habe ich noch ein zweites Set bestellt. Wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir hier auch nochmal so einen kleinen Zeitraffer-Animationsdinge draus. Zeitraffer-Animation hört sich so professionell an. Wir nehmen mal das Animation raus. Ja, also, wenn ihr nochmal Bock habt auf Lego, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen da, wie auch immer. Macht euch erkenntlich, dass ihr gerne nochmal Lego sehen wollt. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal oder bei einem Let's Play. Bis dahin, tschaußen. Tschüss.